Guten Abend. Wir sind hier jetzt gerade auf der Kürbisfarm bei Jasper. Und Jasper möchte, glaube ich, eine neue Vogelscheuche, weil seine alte nicht mehr richtig funktioniert. Na du, Sabrina? Das war ja wieder mal typisch. Verfluchter Vogelscheuchenschrott. Was soll ich nun machen? Soll ich meine Kürbisse etwa selbst vor all diesen hässlichen Vögeln bewachen, die sich daran dick und satt fressen wollen? Meine Vogelscheuche war nun wirklich zu nichts zu gebrauchen, völlig wertlos, so wie alles andere heutzutage. Bald kommen diese Vögel wieder zurück und mampfen munter fröhlich weiter an meinen armen Kürbissen. Diese fliegenden Ungeheuer haben keinen Respekt vor einem alten Mann. Das eine solltest du wissen, Sabrina. Als ich jung war, da wussten die Vögel noch, was sich gehört. Früher war es besser. Na, alles war früher besser. Alles. Freu dich nicht so, Sabrina, sonst werde ich andere Saiten aufziehen. Wie? Du willst mir nur helfen? Naja, wenn du das willst, dann reite los zu Pi und richte ihr aus, dass ich eine Vogelscheuche bei ihr bestellen will. Eine, die sich bewegt und genauso schrecklich ist wie die auf dem Vogelscheuchenhügel. Aber sie soll nicht so faul und unzuverlässig sein wie die, die ich hier habe. Meine neue Vogelscheuche muss sich zu benehmen wissen. Ich kann keine weiteren Nichtsnutzer auf meiner Farm hier gebrauchen. Dann musst du Pi auch sagen, dass meine Vogelscheuche nur auf Vögel losgehen soll. Auf nichts anderes. Das ist sehr wichtig. Meine Beine sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Also möchte ich nicht von einer wild gewordenen Monstervogelscheuche über meine Farm gejagt werden. Richte Pi das aus. Du weißt ja, wo sie wohnt, mitten in diesem elenden Sumpf hier in der Nähe. Nun mach dich auf den Weg. Ich glaube, ich höre schon wieder sowas wie Gekrächze. Ksch, ksch. Also, wir reiten jetzt zu Pi und bestellen dann diese Vogelscheuche für Jasper. So, dann sind wir ja jetzt gleich an dem Sumpf. Sind hier mal wieder gegengeknallt. So, hier sind wir im Haus von Pi. Hallo Sabrina, wie nett Besuch zu bekommen. Das kommt wahrlich nicht allzu oft vor. So, Jasper will also eine Vogelscheuche haben. Genauso eine wie die, die auf dem Vogelscheuchenberg, also Hügel, herumschwirren. Wie du dich vielleicht erinnern kannst, da war ich, dass die gewöhnliche Vogelscheuchen in diese gefährlichen Monster auf dem Vogelscheuchenhügel verhext hat. Das dürfte also kein Problem sein. Aber leider gibt es eines, also ein Problem. Wie du wahrscheinlich auch schon noch weißt, war ich nicht immer diese großherzige Schönheit, wie du sie jetzt vor dir siehst. Also, als ich die Scheuchen verhext habe, ich war furchtbar böse und grün. Da hatte ich keine Bedenken, schreckliche Zauberformeln und Beschwörungen anzuwenden. Aber ab sofort soll all meine Magie sowohl ökologisch als auch ethisch vertretbar sein. Ich denke darüber nach, eine neue Art Hexenkunst auszuprobieren. Vegane Hexenkunst, also wie ich sie nenne, ISO-zertifiziert. Das verstehst du, oder? Ich habe aufgehört, mit Kröten, Augen, Fledermausflügel und Eidechsenbeinen zu zaubern. Ab sofort verwende ich nur mehr Zutaten aus dem Pflanzenreich. Das klappt genauso gut wie vorher, aber all meine alten Zaubersprüche sind leider unbrauchbar.
Ich muss mir neue Varianten überlegen, sobald nur das kleinste bisschen zaubern will. Es wird wohl klappen, aber ich muss nachdenken. Könntest du eine Tasse ökologischen Sumpftee für mich holen? Der bringt die Gehirnzellen in Schwung. Der ganze Topf da hinten ist voll davon. Nimm meine Tasse und füll sie auf. So, wir haben jetzt einmal den Tee. Ah, Sumpftee. Nun fühle ich, wie meine grauen Zellen wieder zu tanzen beginnen. Das Erste, was wir tun müssen, ist, die eigentliche Vogelscheuche zu bauen. Wenn sie fertig ist, können wir mit dem Verzaubern beginnen. So. Also, nicht einfach irgendeinen Sack. Wir brauchen einen Sack. Leicht, sagst du? Das wird nicht ganz so einfach, wie du glaubst, Sabrina. Ich kann doch die Vogelscheuche nicht einfach aus irgendeinem Sack herstellen. Verstehst du? Es muss selbstverständlich ein Sack sein, der unter fairen Arbeitsbedingungen und aus zertifiziertem Material hergestellt wurde. Ansonsten kann ich ihn leider nicht verwenden. Wo du einen solchen Sack finden kannst? Frag Jasper. Er weiß es vielleicht. Gut, für den Sack fragen wir Jasper. Heuballen oder Rotauge sind die Alternativen. Wir brauchen Heu für die Vogelscheuche. Zum Glück weiß ich genau, wo du das Heu finden kannst, das wir brauchen. Karin beim Goldblattstall verwendet ausschließlich ökologisches Heu, garantiert biologisch angebaut. Wenn du sie fragst, kannst du sicher einen Heuballen bekommen. Und wenn sie dir kein Heu gibt, dann werde ich sie in ein Rotauge umwandeln. Nein, das geht natürlich nicht. Entschuldige, Sabrina. Manchmal macht sich meine alte Persönlichkeit bemerkbar. Richte ihr aus, dass ich sehr dankbar wäre, wenn sie dir einen Heuballen geben würde. Vergiss das mit den Rotaugen. Gut, dann machen wir uns auch noch nach Karin auf den Weg. Um eine Vogelscheuche herzustellen, brauchen wir Seil. Ich habe nicht sehr viel Ahnung davon, aber die Fischer im Westkap Fischerdorf sollten sich damit auskennen. Sieh nach, ob du jemanden findest, der dir damit helfen kann. Und vergiss nicht, dass es ökologisches Seil sein muss, also keine Zusätze oder anderes komisches Zeug. Finde einen Fischer. Jetzt kriegen wir auch noch hin. So, dann machen wir uns jetzt erst auf den Weg zu Jasper, weil bei Jasper ist ja auch der Pferdetransporter, den können wir dann zum Goldblattstall benutzen. Ich glaube, wir hängen fest. Okay, wir sind ins Moorwasser gefallen. Stopp. Wir wollen jetzt zu Jasper und Jasper ist ja nicht mehr im Sumpf. So, hier sind wir jetzt bei Jasper. Oh, er fragt mich, Sabrina, wie es mir geht. Auch mir geht's ganz gut. Einen Sack? Na klar habe ich einen Sack. Einen Sack, der unter fairen Arbeitsbedingungen und aus zertifiziertem Material hergestellt wurde? Was redest du für einen Unsinn? Ja, du, was hast du nochmal gesagt? Einen Sack, der unter fairen Arbeitsbedingungen und aus zertifiziertem Material hergestellt wurde? Warum sollte ich sowas haben? Reichen meine gewöhnlichen Säcke nicht mehr? Was? Muss das jetzt plötzlich so ein snobistischer Luxussack sein? Was ist falsch an einem alten und ehrenwerten Sack aus Leinen, das ich selbst geerntet habe? Ich habe sogar einen hässlichen Stempel vom Rat bekommen, dass das hier umweltfreundlich oder so ein Unsinn sein soll. Aber solche Säcke taugen wohl nicht mehr für solche furzvornehmen Hexen. Wie? Das ist genauso ein Sack, wie du ihn suchst? Ach so, warum sagst du das nicht gleich? Hier,
Ich habe hunderte solche Säcke da hinten in der Scheune. Du kannst dir einen nehmen, aber zeig ihn mir zuerst. Ich denke nicht daran, dir einen meiner besten Säcke zu geben, nur weil diese Hexe sich wichtig machen will. Die Säcke liegen in einer der Kisten dort. Nimm das Brecheisen hier, um sie zu öffnen. Ich habe sie ordentlich zugenagelt, damit kein Dieb an meine Säcke kommt. Na gut, dann steigen wir hier schon mal ab. Und es geht ja in den Schuppen. Und dann nehmen wir das Brecheisen. Haben den Sack hier im Inventar. Und ab zurück zu Jasper. Du hast einen Sack gefunden. Darf ich mal sehen? Nimm den Sack und verschwinde. Ich habe keine Zeit, um mich mit solchen Blödsinn aufzuhalten. Ich muss mich auf mein Kürbisfeld konzentrieren. Ansonsten kommen diese verdammten Vogelviecher und verschlingen jeden einzelnen Kürbis, den ich noch habe. Was stehst du hier noch rum? Nimm den Sack und reite zu Pi. Ja, also wir reiten jetzt erstmal nicht zu Pi. Wir nehmen den Transporter und dann geht's zum Goldblattstall, weil wir brauchen ja auch noch das Heu, um die Vogelscheuche zu füllen. Heuballen oder Rotaugen sind die Alternative. Halli, hallo Sabrina, was kann ich an diesem wunderschönen Tag für dich tun? Ja, wir brauchen Heu. Du möchtest einen Heuballen haben, sagst du? Tja, das sollte wohl klappen. Aber du musst mir zuerst bei einer Sache helfen. Gerade erst ist diese wöchentliche Heuballenlieferung gekommen. Leider sind einige der Heuballen von der Ladefläche gekullert, als das Lastauto über die Brücke zum Fischerdorf gefahren ist. JB, der Chauffeur, behauptet, er musste einer gigantischen Sturmmöwe ausweichen, die das Lastauto angefallen hat. So, nachdem JB gezwungen war, sich gleich wieder auf den Weg zu machen, liegen die Heuballen immer noch im Wasser bei der Brücke. Wenn du alle Heuballen ansammelst, die im Wasser zwischen dieser Insel und dem Fischerdorf schwimmen, dann kannst du dir gleich einen der Ballen, also gleich einen der Ballen behalten. Na, wie klingt das? Gut, beeil dich, bevor die Heuballen ins Meer getrieben werden. Gut, dann beeilen wir uns jetzt und sammeln nasses Heu ein. So. Zwei. Da haben wir alle Heuballen. Alles eingesammelt. Hier sind die Ballen. So. Danke für die Hilfe, Sabrina. Das hast du gut gemacht. Hexen und Heuballen. Hier ist ein Heuballen, wie ausgemacht. Für was brauchst du ihn eigentlich? Du brauchst ihn für Pi, sagst du? Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Kann man ihr wirklich vertrauen? Naja, du kennst sie besser als ich. Nimm den Heuballen mit zu Pi. Wir sehen uns. So, jetzt brauchen wir ja noch Seil und das Seil sollen wir ja bei dem Fischer hier bekommen. So, einmal quer durchs Fischerdorf. Lol, was war das denn jetzt? So,
Suche nach den Seilexperten. Hallöchen, Sabrina. Seil brauchst du? Ja, du. Das lässt sich wohl einrichten. Hast du wie ein verrückter Seehund gesucht? Du bist genau bei der richtigen Person, wenn es um Seil geht, Sabrina. Niemand weiß mehr über Seil als ich. Wenn du nur bei einem kleinen Problem helfen könntest, kannst du jedes Seil von mir haben, das du willst. Wobei ich Hilfe brauche, ja, also es hat sich ein kleines Unglück hier ereignet. Mein bester Fischerköder ist weg und ohne den beißt kein einziger Fisch mehr an. Du verstehst also, wie wichtig das ist. Was passiert ist also? Das war so. Ich stand hier im Hafen und habe wie gewöhnlich geangelt. Da ist plötzlich ein riesengroßer Fisch an der Fährstation da hinten aufgetaucht. Wenn das die Terrorflunder ist, sagte ich zu mir selbst. Ich war total außer mir. Es war zwar ein Stück dorthin, aber beim heiligen Dorsch, ich warf die Angel so weit ich konnte. Leider bin ich ausgerutscht und habe die Leine zu früh eingezogen. Die Leine aber, der Köder flog davon. Ich versuchte noch herauszufinden, wo er gelandet ist, aber es war hoffnungslos. Er ist in die Wolken geflogen und dann schneller als ein tollwütiger Aal Richtung Fischerdorf zu verschwinden. Ich habe im ganzen Fischerdorf wie ein verrückter Seehund danach gesucht, aber hoffnungslos. Der Köder ist spurlos verschwunden. Fast so, als ob er Beine bekommen hätte und herumspazieren. Ansonsten hätte ich ihn doch schon längst gefunden. Also, wenn du meinen Köder findest, kannst du so viel Seil haben, wie du willst. Glaubst du, du kannst mir helfen? Wunderbar. Auf dich ist Verlass, Sabrina. Komm zurück, wenn du den Köder gefunden hast. So, gucken wir mal. So, der hat hier seinen Köder gehabt in der Kiste der Hafenarbeiter. Da kann er ja lange suchen. Du hast ihn gefunden? Wunderbar. Was für ein Seil brauchst du denn? So, du willst also ökologisches Seil. Bist du dir sicher? Du kannst jedes Seil haben, was du willst. Du willst kein unzerstörbares Seil aus Titan oder Seide oder ein unglaublich schönes verziertes Seil aus Gold und Diamanten? Okay, ich zwinge dich zu gar nichts. Also wenn du ein ökologisches Seil haben willst, sollst du es auch bekommen. Da wollen wir mal sehen. Hier haben wir es, 10 Meter Seil, hergestellt aus Tang aus der Region. Hält nicht sehr lange und riecht ganz schön muffig. Aber noch ökologischer als das hier wird es nicht gehen. Trage es bei Gesundheit. Wir sehen uns. So, wir haben hier jetzt ja alles. Wir haben den Sack, wir haben Heu und wir haben das Seil. Und jetzt machen wir uns auf den Weg wieder zu Pi. Ob wir jetzt zum Goldblatt hochreiten und den Anhänger benehmen oder ob wir jetzt mal hier schnell einmal quer durchreiten. Das ist ja jetzt gehopst wie gesprungen. Wir müssen ja eh hinten da den Berg wieder hoch. Gut, dass unser Vollblut, unser Arabisches, so schnell läuft. Sonst würde das hier alles noch länger dauern. So, jetzt wieder an den Wölfen vorbei. Ab in den Sumpf.
Ja, die fressen uns ja nicht. Die haben ja letztes Mal erst wieder Hundekuchen bekommen. So, komm. Ah, jetzt sind wir runtergefallen. Das ist ja jetzt doof. Also nochmal das Ganze. Okay. Wir sind deutlich zu schnell. Wir galoppieren einfach ein Stückchen langsamer. So, da oben ist Pi, da wollen wir hin. So, hier sind wir jetzt deutlich im Sumpf. So, da geben wir dir schon mal den Sack. Du hast einen Sack gefunden. Bist du dir auch sicher, dass er unter fairen Arbeitsbedingungen und aus zertifiziertem Material hergestellt wurde? Jasper hat ihn selbst hergestellt und er ist mit einem Umweltsiegel versehen, sagst du? Ja, ausgezeichnet. So, dann das Heu. Ah, wie ich sehe, hast du ein Heuballen von Karin bekommen. Du hast das mit dem Rotauge ihr gegenüber wohl nicht erwähnt, oder? Hast du nicht, sagst du? Puh. So. Du hast ein Seil gefunden, wie ich sehe. Also das riecht ganz schön muffig. Also wenn das nicht mal super ökologisch ist. Gute Arbeit, Sabrina. So, Pi geht es ja jetzt dann erst morgen weiter. Und mal gucken, welche Quest wir hier jetzt noch machen können. Wir haben hier jetzt noch ein bisschen und wir sehen uns dann bei der nächsten Quest. Tschüss, tschüss.